Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen heute zum neuen Reaction-Video. Wir reagieren auf den Kampf von Abusmurmagomedov, hat in der zweiten Bundesliga einen Ringerkampf bestritten, 96 Kilo Freistil. Ich kann euch so viel verraten, es fallen ordentlich Punkte, aber bevor wir damit anfangen, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke und ja, verpasst nichts. Let's go. Wir fangen gleich an mit dem Kampf. Abus in Blau. Let's go. Schauen wir mal an. Die erste Runde. Auf jeden Fall auch einen guten Gegner. Wir sehen, der ist gut in Shape. Geht direkt zum Angriff. Wird hier abgekontert, kann das verteidigen. Der Gegner geht auf jeden Fall gut vorwärts. Gegner immer rechts im Underhook drin, kann daraus auf jeden Fall immer gut arbeiten, stellt Abus da auch gut passiv. Ja, genau. Aber bis hierhin eigentlich keine große Gefahr. Alles, Abus mit dem Seitief, schöne Aktion. Kommt hier sogar mit einem 4 bis 5 Punkte Wurf durch. Das schauen wir uns glatt nochmal an. Auf jeden Fall eine schöne Aktion. Achtet mal drauf, wie er bei diesem Saitiev wirklich die Hand noch im Nacken hält, damit er die Kontrolle hält und der Gegner nicht einfach straight an ihm vorbeirauscht. Schaut es euch nochmal an. Oh, Hand im Nacken, schöne Kontrolle und Wurf. Sehr schöne Aktion auf jeden Fall, sehr schöne Aktion. Führung für Abus. Aber hier auch wieder der Gegner rechts, immer schön im Underhook drin. Sieht da auch aus, als hätte er ganz schön Power dahinter. Mal schauen, wie lange er das auch durchhält. Das kostet ganz schön Körner, muss man immer dazu betonen. Ja, auch beim Ringen, Abus sieht sehr, sehr entspannt aus. Ich glaube, das ist einfach so sein Ding. Ich würde gerne wissen, was beide gewogen haben. Sein Gegner ist auf jeden Fall 100% Ringer durch und durch. Man sieht es schon, wie der steht, wie er sich bewegt, wie er fintiert. Das macht er wirklich sehr, sehr schön. Zwingt Abus immer zu reagieren. Rechts im Underhook wieder drin. Ja, das Publikum fordert Passivität. Kann man verstehen, aber technische Wertung kam von Abus. Oh, jetzt der Gegner mit einem schöner Knöchelangriff. Auch das können wir uns glatt nochmal angucken. Schöne Aktion. Schön vorbereitet. Hoppala. Dein gut erwischt, auf dem Standbein festgemacht. Schöne Aktion. 5 zu 2 sollte es jetzt stehen. Hier versucht er eine Rolle am Bein. Wird da von Abus abgefangen. Kriegt einen Punkt, wird reingekippt. Das sind nochmal 2 Punkte. Ja, somit müsste es laut Adam Riese 8 zu 2 stehen. Und Abus hat wieder Kontrolle über den Kampf. Quasi den Takedown ungeschehen gemacht. Bis hierhin, schöne erste Runde. Kann man nichts sagen. Gegner versucht wirklich immer wieder mit diesen Knöchelangriffen. Das ist dieses Ehrgeizige von Ringern, dieses, okay, es klappt einmal nicht, ich fintiere, es klappt ein zweites Mal und dann 100%. Versucht jetzt hier die Wertung zu holen, die Wertung gibt es erst, wenn er es schafft, den Abus abknien zu lassen. Ist jetzt hier im Spaltgriff drin, schafft aber keinen Wurf daraus, deswegen 2 Punkte auch wieder hier für ihn. Ja, bevor man da einen Wurf abgibt, per Spaltgriff lieber die Option nehmen, runterzugehen. Ist gar nicht verkehrt. Das war's auch schon mit der ersten Runde, so wie das aussieht. Hoppala.
Dann springen wir schnell in die zweite. Und wir schauen mal ganz schnell. Es steht 8 zu 4. Habe ich soweit richtig gezählt? Passt. Ja, kurz zum Reglement. Ein Ringerkampf geht 2x3 Minuten mit 30 Sekunden Pause. Da ist er wieder zu einem Einbeinangriff reingegangen. Geht jetzt weiter auf den Knöchel. Abus verteidigt das. Auch hier noch kein Punkt weg. Erst wenn Abus sich abdreht oder in die gefährliche Lage befördert wird, gibt es einen Punkt für den Gegner. Was ich sagen wollte, diese 30 Sekunden Pause sind eigentlich nur Deko. Also ich bringt null. Hier können wir auf jeden Fall sehen. Ah, schade. Da ist die Kamera leider nicht ganz dabei. Trotzdem danke auf jeden Fall für das Video. Der Gegner einen Punkt gemacht. Wir sehen halt wirklich, dass der Rote konstant arbeitet, Abus immer beschäftigt. Über die Hände, über den Kopf. Dieses Fintieren immer weiter. Er ist auf jeden Fall der Aktivere in dem Kampf, das muss man ihm lassen. Abus hat den Beinangriff schön verteidigt. Oh, das war eine schöne Aktion. Das nochmal ganz kurz zurück. Passt mal auf, wie er sich da rauskämpft. Schöne Sache. Abus verteidigt den Beinangriff und scheint da erstmal Ruhe reinzubringen. Und jetzt guckt, wie er sich rausdrückt. Hopp, schön raus. Jetzt hat er die Kontrolle, kann bestimmen, wo es lang geht. Er geht nach links, Abus geht nach links. Er geht nach rechts, Abus geht mit. Und dann wechselt er wieder die Seite. Schön, schön verladen. Macht hier nochmal dieselbe Rolle wie in der ersten Runde. Sehr, sehr riskante Nummer, bin ich ehrlich. Aber scheint zu funktionieren. Und auch hier wieder der Rote, stark am Arbeiten. Hier wird sich ein bisschen beschwert. Spulen wir mal vor. Ist halt Kampfsport, ne? Ja, wir hören es schon. Auf jeden Fall, das Publikum ist hier für Rot, für den heimischen Kämpfer. Es gibt immer ein bisschen Rückenwind. Schöner Beinangriff, muss man wirklich sagen. Schön abgerissen. In dem Moment, wo Abus abkniet, geht er zur Seite ran, holt sich den Takedown. Abus greift hier hinten nochmal zum Bein des Gegners, um den Angriff zu verteidigen. Ich denke, da am Boden wird nicht viel passieren. Ah, das ist immer so ekelhaft. Man will aufstehen, der Gegner drückt einen runter. Ich hasse das. Ich hasse es auf den Tod. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich gehe auch davon aus, dass Abus vielleicht einfach körperlich nicht bei 100% ist, dass er sich vielleicht auch nicht so auf die Ringersaison vorbereitet. Ich meine, nach seinem UFC Paris-Auftritt ist es ja völlig logisch, dass man da auch erstmal ein bisschen runterfährt. Hier wieder 2 Punkte für Rot, der jetzt, glaube ich, die Führung haben müsste. Und jetzt müsste er in Führung sein. Setzt wieder die Rolle an, bei der er schon mal abgekontert wurde. Kommt nicht durch damit. Wird wieder ein Stand gepfiffen. Okay. Ja, auf jeden Fall, beide Athleten sehen fit aus. Kein großer Stillstand. Immer ist was zu machen. Schon wieder Knöchelangriff. Abus fängt ihn ab. Er ist über den Spaltgriff, hat jetzt die Chance hinten ran. Ah, da pfeift der Schiri in Stand. Hätte er es geschafft, sein Bein da zu lösen, hätte er 2 Punkte bekommen. Leider ist die Aktion nicht mehr geglückt. Deswegen ging es wieder in den Stand. Und wieder über Knöchelangriff täuscht er an. Geht tief in die Beine. Und hier ist er am Single Leg drin. Abus verteidigt das, hat seine Beine im Spalt. Schafft es selber hinten ranzugehen, holt sich 2 Punkte. Sehr schön. Ich glaube, das ist schon das Ende des Kampfes. Auf jeden Fall ein fairer Handshake, coole Sache. Beide haben 100% Gas gegeben. Hopp. Aufnahme beenden. Beide haben 100% Gas gegeben. Abus hat eine starke Form. Wenn man bedenkt, dass er MMA-Kämpfer ist und sich in die Ringer-Bundesliga stellt. Auf jeden Fall riesen Respekt an beide. Starker Kampf. Ja,
Dazu gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. War eine schöne Nummer. Freut mich auf jeden Fall. Wenn ihr mehr Lust auf solche Reactions habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst mich wissen, was man vielleicht für Kämpfe hat. Vielleicht filmt ihr auch Kämpfe. Ich kann darauf reagieren. Ihr könnt mir eure coolsten Aktionen zuschicken. Ihr könnt mir ganze Kämpfe zuschicken, was auch immer. Ich schaue mir das Ganze an, gucke, ob man was drüber sagen kann. Und ja, dann bis dahin reingehauen und bis zum nächsten Mal.